Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich habe mich kräftig in Kosten gestürzt und habe mir für 190 Euro bei Amazon den Kindle Voyage gekauft oder aber auch den Kindle Voyage. So habe ich tatsächlich Leute den auch schon aussprechen hören, aber für mich als alten Trekkie ist das natürlich der Kindle Voyage. Das ist das High-End-E-Book Lesegerät, was Amazon zu bieten hat. Ihr seht hier noch meinen treuen Kindle Paperwhite, den ich echt toll finde. Natürlich wegen der Hintergrundbeleuchtung, dass man hier keine externe Lesequelle braucht. Kostet derzeit mal wieder 100 Euro in der WLAN-Version und da bin ich hin und weg. Und jetzt für fast das Doppelte, also für den Preis von 2 Paperwhites, gibt es den Kindle Voyage. Was kann das Ding besser? Eigentlich 3 Punkte. Er ist leichter, ungefähr so 20 Gramm. Er hat eine automatische Helligkeitssteuerung. Bei dem hier muss ich nämlich immer manuell, immer die meine Umgebung, also je nachdem gucken, wie viel Licht steht mir zur Verfügung und dann auch jedes Mal, naja, wechseln. Das geht relativ fix, denn an die Lampe komme ich eigentlich aus jeder, egal wo ich bin, im Buch oder sonst wo, ich komme immer an diese Lampe und kann es schnell einstellen. Aber natürlich, so eine automatische Helligkeitssteuerung ist natürlich auch was Feines. Und das dritte, das überragende Argument für den Kindle Voyage soll das Display sein, was jetzt noch schärfer ist. Haben wir beim Paperwhite 212 ppi, also diese Punktpixeldichte, sind es beim Voyage 300 ppi. Und wer mich aus den Technik, aus den Smartphone-Videos kennt und aus den Tablet-Videos kennt, der weiß, ich will diese 300 ppi, will ich haben. Das ist für mich immer die Schwelle, wo es wirklich scharf wird. So, und da bin ich doch jetzt mal sehr drauf gespannt. Ihr seht es bereits, auch das hier für 190 Euro gibt es nur die WLAN-Version mit 4 GB Arbeitsspeicher. Ansonsten steht nicht wirklich mehr was drauf. Integriertes, selbstregulierendes Frontlicht, Display mit 300 ppi, lesen wie auf Papier, umblättern ohne einen Finger zu heben, im Sonnenlicht lesbar. Ach ja, genau, und das ist noch Punkt 4, weil ich beim Paperwhite muss ich immer aufs Display drücken und jetzt hier soll es ja an der Seite wieder Steuerungselemente geben. So, also, wir öffnen es mal und dann in unserer normalen Amazon-Verpackung. Ah, einmal zum Aufratschen. Zip. Und jetzt, wie wir das gewohnt sind. Tada, 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 in Blau. Also Amazon designt seine Verpackung immer schön. Also sonst bei den Feiergeräten haben wir dieses Orange-Rot. Jetzt haben wir beim Voyage so ein Blau, auch wieder mit dem Jungen, der unterm Baum sitzt. Und da haben wir das gute Stück. Und wir versuchen es mal rauszuholen. Merke ich dann schon mal einen Unterschied? Naja, so ein bisschen. Das Ding ist auch ein bisschen schmaler, sieht es zumindest aus. Ja, und ein bisschen kürzer. Ja, das Ding kommt kleiner daher. Und aber diese 20 Gramm, ob ich die jetzt wirklich gerade auf Anhieb merke? Ja, ich weiß nicht. Was liegt denn sonst bei? Wir kriegen eine dicke Anleitung. Kindle Voyage in verschiedenen Sprachen, wie man mit dem Gerät... Ach so, da sind dann die Knöpfe erklärt. Paper Press Back, Paper Press Forward, Back, Forward. Ach, ich kann auf beiden Seiten immer vor und zurück. Das ist ja cool. USB-Kabel und der Einschalter. Ah, der ist schön. Und an der Seite. Das regt mich nämlich auch beim Paperwhite ein bisschen auf, dass der immer unten ist. Unten drunter, wo ich dann da unten so reinpieksen muss. Das ist natürlich nett. So, ganz leicht. Das war's. Also einfach nur einschalten. Dann, was haben wir noch? Garantiebestimmung und wir bekommen kein Ladegerät, weil braucht man nicht wirklich, ist ja USB, aber wir bekommen ein USB auf Micro-USB-Kabel dazu geliefert, um das Gerät dann, was weiß ich, jeden Monat einmal aufzuladen. Und jetzt gucken wir doch mal rein und ratsch, 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 hahaha, komm her du. So, da haben wir das gute Stück. Das gefällt mir von hinten nicht. Da möchte ich mich jetzt gerade beschweren. Das ist dieses wieder Amazon Fire Tablet Design. Dieses eckige. Na, da bin ich absolut... Also das ist jetzt gerade mies. Also früher bei den Kindles auch das Runde, das Glatte. Hier beim Paperwhite, das finde ich schön. Jetzt hier diese Ecken dazu haben. Och nö, welcher Designer durfte sich denn da austoben? Und dann, obwohl es ja natürlich eine WLAN-Version ist, die auch irgendwo Antennenempfang untergebracht werden bekommen, glaube ich mal, die haben jetzt ein Einheitsgehäuse auch für die 3G-Version unter dieser hässlichen, glänzenden Plastikabdeckung. Also mal wirklich, wer hat sich denn das ausgedacht? Das wird doch Fingerabdrücke, das zerkratzt natürlich. Wann lege ich das Gerät mal so irgendwo hin? Aber, ja, och nö, also das finde ich jetzt schade.
Vom Gefühl, ja, das fühlt sich wieder nett an. Das fühlt sich auch, ich sag mal, qualitativ hochwertiger als der Paperwhite. Aber erster Eindruck vom Design, auch das muss doch nicht sein. Was auch direkt auffällt, ist die Oberfläche. Wir haben jetzt hier eine Platte drüber. Merkt man das? Nein, Fingerabdrücke? Nö. Kriege ich Fingerabdrücke hin? Soll ich einmal drüber schlagen? Nö. Also das passt. Aber wir haben jetzt hier keine Einkerbung mehr, sondern eine glatte Fläche. Und das ist natürlich auch immer tuffig. Das macht einen guten Eindruck. Und das Display ist natürlich hier schon eingeschaltet. Und wenn ich da schon mal gucke, uiuiui, also das ist doch schon mal, das ist nochmal eine andere Qualität, finde ich gerade, als wir das gewohnt sind. Dann haben wir jetzt unten unseren Micro-USB-Ladeport, an den Seiten dann die Tasten für ne, weiter. Die sollen angeblich auch irgendwie auf Druck reagieren. Also vielleicht muss ich da den Finger heben, aber das werden wir noch rausfinden. Und oben dann zurück, das auf beiden Seiten finde ich gut. Das heißt, entweder wenn ich mal so das Gerät benutze mit der linken Hand oder dann aber auch mit der rechten Hand. Oh doch, also das fühlt sich doch noch, also diese 20 Gramm oder wie das zu 30 Gramm Unterschied, doch die merkt man jetzt so ein bisschen. Doch. Ah, und ja, es ist schmaler, es ist schlanker. Ich würde ja fast sagen, das Ding ist kleiner, aber die haben beide 6 Zoll Displays. Da ändert sich nichts dran. Und wo ist der Helligkeitssensor? Ich halte es mal ins Licht und kippe und da ist er. Da oben ist der Helligkeitssensor, der misst die Helligkeit und darüber wird dann die Display-Helligkeit eingestellt. Das ist natürlich auch schön. So, An- und Ausschalter an der Rückseite. Also ja, wir haben es durch. Es ist viel mehr an diesem anderen Fire-Tablet-Design angepasst. Ich weiß nicht, aber natürlich ist, also das Ding muss mich jetzt wirklich überzeugen. Ich meine 190 Euro dafür, dass es schärfer ist, dass ich ein bisschen mehr Komfort habe. Ja, aber wenn ich für den halben Preis ein Paperwhite bekomme, boah, also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob sich dieser Wechsel lohnt, ob sich der Aufpreis lohnt und auch gerechtfertigt ist. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!